wahrscheinlich haben Sie auch schon davon gehört, dass manche Leute sagen, dass die Brücke von Genua gesprengt wurde. Ich zeige Ihnen jetzt auch, warum die das glauben. Das hier ist nur ein Standbild, aber gleich fängt das Amateurvideo an zu laufen. Achtung, gleich auf den Anfang achten. Gesehen? Zwei Blitze hat man da gesehen. Ein sogenannter Experte hat behauptet, das wären sogenannte Bodenblitze gewesen, also natürliche Erscheinungen. Davon habe ich allerdings noch nie gehört. Und außerdem seien diese Bodenblitze eine halbe Stunde vor dem Einsturz eingeschlagen. Aber hier sah man ja, dass diese Blitze während des Einsturzes auftraten. Jetzt sehen wir gleich ein Standbild mit einem Pfeil. Und links von diesem Pfeil werden Sie gleich, wenn das Video wieder läuft, die beiden Lichterscheinungen sehen. Gesehen? Daraufhin stürzt der Pfeiler ein. Jetzt nochmal das Ganze in Zeitlupe. Gesehen? Und jetzt fügen wir noch ein bisschen mehr Farbsättigung hinzu. Eins. Zwei. Das war ja wohl überdeutlich. Also es ist nicht etwa hier irgendwie ein Bodenblitz, sondern es geht um zwei Lichterscheinungen. Und woraufhin dieser Pfeiler einstürzt. Und der nächste Punkt ist, dass diese beiden Blitze oder Lichterscheinungen ziemlich gleich groß sind. Also wenn das zwei Blitze wären, würde man ja erwarten, dass die als natürliche Phänomene unterschiedlich wären. Aber das ist hier nicht der Fall. Also der Verdacht besteht, dass diese Brücke in Italien gesprengt wurde. Natürlich ist das erst die Situation, nachdem die Fahrbahn schon weggebrochen ist. Dadurch wurde wahrscheinlich auch erst der Amateurfilmer aufmerksam und hat begonnen zu filmen. Das heißt, durch diese zwei Blitze oder Sprengungen werden dann, wenn überhaupt, noch die Pfeiler abgetragen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, und wenn dieses Video Ihnen gefallen hat, dann tun Sie mir doch auch einen Gefallen. Gehen Sie auf meine Website wisniewski.ch und da finden Sie nicht nur viele aktuelle News und interessante und brisante Nachrichten, sondern auch eine Möglichkeit, wie Sie meine Arbeit unterstützen können. Hier nämlich unter dem Punkt Unterstützung. Sie können das sogar tun, ohne dass Sie es überhaupt selber bemerken, indem Sie beispielsweise hier in den Artikeln auf den Banner der Expresszeitung klicken und die Expresszeitung, für die ich auch schreibe, abonnieren. Dabei bleibt ein Betrag bei mir hängen, den Sie selber gar nicht bemerken und so können Sie ganz geschmeidig meine Arbeit unterstützen, ohne dass es Ihnen wehtut.